Der gestrige Handelstag hat einmal mehr gezeigt, dass es ohne die Amerikaner nicht geht. Praktisch kein wirklich relevanter Handel gestern wieder einmal, aber jetzt ist die Wall Street zurück und es geht der Kampf zwischen den Märkten und der Fed weiter. Und ich will in diesem Video unter anderem mal kurz zeigen, warum die Fed es sich nicht leisten kann, diesen Kampf zu verlieren und ihn deswegen wahrscheinlich auch nicht verliert. Und zweites Thema, wir haben neue interessante Fake-Zahlen aus China bekommen und gleichzeitig eine interessante demografische Kennzahl bekommen, ein Eingeständnis aus Peking bekommen, das doch ein bisschen überraschend ist. Gehen wir gleich mal rein in die Geschichte, starten wir mit China. Die sind angeblich im vierten Quartal 2,9% gewachsen. Erwartet war nur ein Plus von 1,6%. Alle Daten legen nahe, dass China im vierten Quartal faktisch geschrumpft ist. Aber wenn du jetzt eine vermeintlich kommunistische Diktatur bist, deren Geschäftsidee darin besteht, den Leuten zu sagen, ihr haltet den Mund, wir liefern euch Wohlstand, dann kannst du dir keine negativen BIP-Zahlen leisten. Dementsprechend ist das eine hochgradig politische Zahl. Und diese politische Zahl hat also jetzt eine Fake-Zahl ausgewiesen. Wir sehen auch Fixed Investment besser, wir sehen Industrial Output besser, wir sehen Retail Sales besser, also Einzelhandelsumsätze, alles viel, viel besser als erwartet, ist klar. Hier ein Kommentar auf Twitter, der sagt hier, ich habe meine chinesischen Geschäftspartner gefragt in verschiedenen Städten und die haben gesagt, it's all lies, as for the COVID death rate figures, they said multiply times 100, also das kannst du mit 1000 multiplizieren, zum Beispiel hier diese offiziellen Corona-Zahlen, Infektionen und Tote, da sind ja angeblich 2 oder 3 Leute bisher an Corona gestorben in China. Das glaubt natürlich kein Mensch, die Corona-Zahlen glaubt kein Mensch. Auch das ist eine politische Zahl, diese Corona-Geschichte, weil man ja der Bevölkerung erzählt hat, wir haben es total im Griff, die Ausländer haben es nicht im Griff, also darf man nicht zeigen mit den Zahlen, dass man es nicht im Griff hat. Dementsprechend sind auch das gefakte Zahlen, aber vor allem das BIP ist eine politisch gefakte Zahl, weil eben der Gesellschaftsvertrag auf Wohlstand basiert und dann kann man nicht zugeben, dass man hier praktisch nicht geliefert hat. Und dann eben auch das Eingeständnis, dass die Bevölkerung in China schrumpft, das ist ja der ganz, ganz große Trend. Die Bevölkerung Chinas dürfte sich bis zum Jahr 2100 halbieren, von jetzt um und bei 1,3, 1,4 Milliarden. Hier relevante Forscher gehen davon aus, dass auch diese Zahl maßlos übertrieben ist, weil die Provinzen in China praktisch Geld bekommen pro Einwohner. Dementsprechend pimpen sie die Einwohnerzahl ihrer Provinz nach oben. Sei es drum, jedenfalls wird das ganz große Thema dann unserer Kinder und Enkel werden, dass Chinas Bevölkerung sich halbieren wird, damit nicht mehr der so wichtige Faktor sein wird, wird ein wichtiger Faktor bleiben, aber Indien wird weiter wachsen und das wird dann und ist vielleicht jetzt schon die größte Nation der Welt, die zahlreichste Nation der Welt mit den meisten Menschen. Also hier sehen wir mal Chinas Geburtsrate auf 1000 Menschen. Geht konstant nach unten und jetzt haben wir unten in der Grafik das erste Mal die Situation, dass eben mehr Leute gestorben sind, als geboren wurden. Und jetzt haben wir die Reaktion der asiatischen Märkte zunächst mal auf diese Fake-Zahlen, die ja so schlecht waren, wie seit den 1970er Jahren nicht mehr, also ein so langsames Wachstum ausgewiesen haben, angeblich. Aber selbst das war den Märkten scheinbar nicht gut genug, sodass dann zumindest in China die Märkte latente gefallen sind. Die haben allerdings ja auch eine starke Rallye hinter sich. Und wenn wir uns hier mal diese Grafik anschauen, hier sehen wir mal die Elektrizitätsproduktion etwa in China. Das, was Sie hier in Rot sehen, ist die Kohle. Und Sie sehen, China stellt mehr Elektrizität mit Kohle her als ganz Europa, respektive die 27 Staaten der EU insgesamt Elektrizität herstellen. Und das relativiert aus meiner Sicht so ein bisschen Lützerath und diese ganzen Geschichten dort, wo man sich mit der Polizei prügelt. Also
weltgeschichtlich extrem bedeutend, was da in Lützerath passiert ist. Gell, ob jetzt da dieses Dorf, das eh schon nicht mehr bewohnt ist, abgerissen wird oder nicht, spielt faktisch keine Rolle. Aber da wird es ein Riesendrama gemacht und die Medien machen ein Riesendrama und geben diesen Leuten einen wahnsinnigen Raum, den sie faktisch nicht wirklich beanspruchen könnten, sollten, wenn es mit rechten Dingen zugehen würde. Wenn man sich mal die wirklichen Größenverhältnisse anschaut, China also ist hier der relevante Faktor. Da können Klimaaktivisten sich auf den Kopf stellen und uns vorschreiben, was wir zu tun haben. Solange China nicht umsteuert, wird es nichts bringen. Sollten wir also besser vielleicht unsere Energie dahin richten, China und Indien in irgendeiner Form zu beeinflussen. Zum Beispiel, indem wir ihnen ermöglichen, mit technologischem Fortschritt saubere und günstige Energie vor allem zu generieren. Aber das ist scheinbar nicht im Fokus. Wenn wir schon in Asien bleiben, schauen wir uns wieder mal die Ereignisse in Japan an. Auch heute wieder die 10-jährige Yield, die Rendite über die Marke von 0,5% gestiegen. Da gibt es ja diese Yield Curve Control. Die Bank of Japan ist wahnsinnig unter Druck. Die Märkte arbeiten gegen die Fed, gegen die Bank of Japan. Aber die Bank of Japan ist in einer deutlich schwächeren Position als die US-Notenbank. Und wenn wir jetzt rüberkommen zur Wall Street, dann sehen wir heute kommen Zahlen von Morgan Stanley und Goldman Sachs. Die Berichtssaison geht also weiter, die am Freitag mit den Banken nicht so richtig gut angefangen hat. Die Aktien waren erstmal alle im Minus, die berichtenden Banken, und haben sich dann erholt zum Handelsende. Heute also geht es weiter, morgen Stanley, Goldman Sachs kommen. Dann haben wir jede Menge Fed-Speaker, wir haben Williams heute, Chef der New York Fed, morgen kommt dann Bostic, Ballard und wie sie alle heißen, viele, viele Fed-Speaker, mal sehen, was die zu den Märkten sagen werden. Und wir haben natürlich jetzt am Donnerstag die Schuldenobergrenze erreicht, wie die großartige Janet Yellen uns mitgeteilt hat. Peter Schiff sarkastisch und er meint es wahrscheinlich sogar ernst. Er spricht hier von einem Ponzi-Schema, denn die Anhebung der Schuldenobergrenze bedeutet faktisch, dass man neue Schulden von neuen Ländern, von neuen Kreditgebern aufnehmen kann, um damit die alten Kreditgeber zu bezahlen. Ja, das könnte man durchaus so sehen. It's a Ponzi-Scheme und innerhalb dieses Ponzi-Schemas, da ist einer wieder sehr optimistisch, der zuverlässigste Kontraindikator ist Jim Cramer, der sagt also, bullische Zeichen gibt es jetzt in den Märkten, da Jim Cramer so bekannt ist als Kontraindikator, ist, geraten einige Bullen jetzt in Panik. Wir sehen, dass die Financial Conditions sich wieder deutlich aufgelockert haben. Das sehen wir auch hier in diesem unteren Chart, weil es diese Divergenz gibt zwischen dem, was die Fed sagt. Wir werden die Zinsen über 5% anheben, dort belassen, und den Märkten, die das nicht glauben und sagen, nein, werdet ihr nicht. Das sieht man auch in der 2-jährigen US-Staatsanleihe. Die sagt, also ihr werdet die Zinsen nicht auf 5% anheben oder mehr. Und jetzt spricht man schon vielfach davon, ja, die Dezember-Inflationszahlen, die sagen, zeigen an, dass jetzt praktisch Inflation nicht mehr das Thema ist und wir in den letzten Zügen eines Bärenmarktes sind. Aber was ist das Dilemma, das die Märkte jetzt haben? Würde das passieren, was die Märkte erwarten, nämlich dass die Fed umsteuert, die Zinsen vielleicht noch einmal anhebt und dann finito und dann bald auch diese Zinsen senken wird, dann würden die Aktien weiter steigen. Wir würden damit eine weitere Lockung der Financial Conditions haben. Wir würden Rohstoffpreise steigen sehen. Wir würden den Dollar fallen sehen und bums, ist die Inflation wieder da. Oder zweite Variante, hier dieser Chart von Maverick of Wall Street oder diese Grafik, stick to plan until the job is done, und das ist das, was Jerome Powell immer wieder gesagt hat, wir werden dabei bleiben, wir werden diesen Plan durchziehen, und die Bullen haben jahrelang das Mantra gepredigt, don't fight the Fed, jetzt sagen sie doch, fight the Fed, du wirst gewinnen, wenn du gegen die Fed agierst. Ich wäre mir da nicht so sicher, mir wäre das zu riskant. Ich glaube, dass das nicht funktioniert, aber es wird versucht. Jetzt gibt es optimistische Schilderungen zu Wirtschaften. Ja, wir werden vielleicht doch nicht in eine Rezession fallen oder viel später, so jetzt zuletzt die Bank of America. Und nach wie vor natürlich dieser Widerspruch auch bei den Märkten, naja, wenn die Rezession kommt, wäre es nicht gut für Aktien, und wenn die Rezession nicht gut kommt, wäre es auch nicht so richtig gut für Aktien, weil dann hat die Fed im Grunde keinen Anlass, die Zinsen zu senken. Schauen wir uns hier mal
Die Statistik an der letzten Jahrzehnte, wann erreichen Märkte ihren Boden? Normalerweise 6 bis 9 Monate, bevor dann die Unternehmensergebnisse ihr Tief erreichen. Also die Märkte drehen im Prinzip ein halbes Jahr vor dem Tiefpunkt schon nach oben. Wird es diesmal auch so sein? Jetzt sind wir in einer entscheidenden Position. Hier oben sehen wir den S&P 500 Index. Das verkeilt sich immer mehr. Ich hatte das in der letzten Woche schon angesprochen. Da kommt eine große Bewegung. Und wohin geht die? Hier sehen wir mal die Aktien über ihrem 50-Tages-Durchschnitt im S&P 500 oder auf Tagesbasis im S&P 500. Wir sind jetzt schon weit über 80 inzwischen. Wir hatten unten hier mal diesen Rücksetzer gesehen, positive Divergenz. Jetzt sind wir also schon wieder ein bisschen überkauft, und bisher war es im Bärenmarkt immer so, zwischen 70 und 75%, alles was drüber war, war dann schon meistens toppisch bei den Aktienmärkten. Dagegen, wenn nur 10 bis 15% der Aktien über dem 50-Tages-Durchschnitt gehandelt haben, dann haben wir oft Böden erstmal gesehen, zumindest vorübergehende Böden bei diesen Märkten. Wir sehen hier zum Beispiel den Vergleich zwischen Advanced Decline Linie, also Aktien, die steigen, und Aktien, die fallen, und dem S&P 500. Eine negative Divergenz, Advanced Decline massiv gestiegen, S&P 500 nicht massiv gestiegen. Wir sehen NYSE Daily, also NYSE, das sind alle Aktien, die an der New Yorker Börse gehandelt werden. Hier sehen wir den McLaren Oscillator schon extrem am Anschlag, noch keine negative Divergenz, aber so viel Platz scheint mir da nicht mehr zu sein. Hier geht es praktisch um Extremwerte im Bereich Statistik, und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Das gehört zur Charttechnik dazu offiziell. Und warum sind diese Dinge so wichtig aus meiner Sicht? Weil, wenn wir statistische Extremwerte haben, dann zeigt die Erfahrung, dass diese Extremwerte immer zu einem Durchschnitt wieder hin tendieren, früher oder später, meistens dann sogar auf der Unterseite übertreiben und sich mittelfristig, langfristig dann sozusagen im Durchschnitt wieder einpendeln. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, oder kann man durchaus hier Wahrscheinlichkeiten benennen, wie Märkte sich entwickeln. Das ist kein reines Lottospiel, das ist schon etwas mehr, und wir sehen hier zum Beispiel oben den S&P 500 im längeren Chart und sehen, nach wie vor ist es übergeordnet so, dass wir tiefere Hochs machen und tiefere Tiefs machen. Natürlich haben wir jetzt die Rallye gesehen, und man könnte sagen, naja, okay, ab Oktober machen wir jetzt höhere Hochs oder haben wir höhere Tiefs im Mindesten. Das stimmt, man muss also hier die Zeitebenen unterscheiden. Übergeordnet sind wir in einem Bärenmarkt. Kurzfristig haben wir jetzt eine Aufhellung der Situation erlebt. Unten sehen wir den Nasdaq Composite Bullish Percentage Index, und wir sehen, der schwankt immer zwischen Extremen hin und her, zwischen ganz oben und ganz unten. Jetzt sind wir ganz oben. Würde ich da jetzt all in long gehen? Nein, das würde ich persönlich nicht, auch wenn wir noch ein bisschen Luft nach oben haben könnten. Aber wenn wir uns mal anschauen, die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe macht jetzt eine positive Divergenz. Es ist also zu erwarten, dass wir bald wieder tiefere Renditen sehen werden. Höhere Renditen sehen werden, also praktisch wieder einen Anstieg der Renditen sehen werden. Unten sehen wir den Dollarindex, der jetzt auch eine bullische Divergenz ausbildet, nachdem er deutlich zurückgefallen ist, zumindest also eine Gegenbewegung andeutet, die da kommt. Und das ist genau der Punkt. Es wird uns jetzt schon erzählt, wir sind wieder in einem Bullenmarkt, ein junger Bullenmarkt, das ist so ein Neusprech jetzt an der Wall Street. Dann ist der aber sehr teuer. Wir haben das Schiller KGV, Schiller Price Earnings Ratio, jetzt bei 29,2. Das Schiller KGV ist das inflationsbereinigte Kursgewinnverhältnis eines Index oder der Aktien eines Index der letzten 10 Jahre. Das sozusagen eine bessere Bewertungsgröße ist, wenn man übergeordnet mal sehen will, wie die Dinge derzeit laufen. Durchschnitt ist 17 und Median 15,9. Also wir sind in einem ziemlich teuren jungen Bullenmarkt, könnte man sagen. Und Bear Market Rallies are like this, wie hier dargestellt wird. Die zeigen manchmal nicht ihr wahres Gesicht, aber die Leute denken dann immer, wow, jetzt ist wieder alles anders, wir haben den Boden gefunden, und dann kriegt man Schimpfe. Ich schimpfe vor allem, wenn ich das nicht so sehe. Wenn ich da verwarne, dann tauchen diejenigen wieder ab, die super bullish waren.
der Fall kommt, der Rückgang kommt, dann steigen irgendwann die Märkte wieder und dann sagen diese Leute, siehst du, habe ich doch gesagt, dass die Märkte steigen. Das ist immer das Geilste. Die müssen sich auch nicht zweimal oder die stellen sich auch nicht zweimal täglich vor die Kamera und machen damit Aussagen zumindest einigermaßen überprüfbar. Kommen wir noch nach Germania. Hier sehen wir, dass die Inflationsrate durchschnittlich des Jahres 2022 bei 7,9% lag. Energie 34,7, Nahrungsmittel 13,4. Das ist also praktisch jetzt der Mittelwert, der Durchschnitt des gesamten Jahres. Normalerweise kriegen wir ja nur Monat für Monat diese Zahlen. Und abschließend, meine Damen und Herren, trübe Aussichten für Russland beim Gasexport nach Europa mit russischen Quellen. Was sozusagen da in Russland abläuft, ebenso, dass die Kreml-Einnahmen unter Druck sind wegen deutlich fallendem Preis für Uralöl. Das ist ja das russische Öl. Und wer ist der große Profiteur der westlichen Sanktionen? Dubai, denn das russische Geld geht dorthin, kauft Immobilien etc. Das sind drei Artikel, die ich Ihnen hier mal zur Empfehlung geben möchte und wir sehen uns hoffentlich heute Abend im Marco Fester. Ich sage Servus und Ciao.